Hallo ihr Lieben, ich bin's Alina. Willkommen auf meinem Channel Team Alina und heute zeige ich euch wieder die Size Zero Ergebnisse und zwar die letzten 8 Wochen bei den Mädels entstanden sind. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, hier haben wir die liebe Vivien und Vivien ist Mama und auf der linken Seite seht ihr das Bild aus ihrer ersten Runde. Sie ist jetzt nämlich schon in ihrer zweiten Runde Size Zero und die Liebe hat geschrieben, der blöde Bauch ist nun komplett weg, jetzt geht's an den Aufbau. Liebe Mamis, haltet durch, ihr könnt es schaffen. Und hier hat sie natürlich, also ich meine, jeder, der vielleicht schon mal schwanger war und bei mir steht es ja auch bald vor der Tür, ja, wie auch immer, ist bestimmt so, dass man sagt, man hätte natürlich gerne seinen alten Bauch zurück. Vivien hat angefangen im August 2015 mit den Low Carb Plänen und hat dann sich weiterhin danach so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, auf jeden Fall gesund weiter ernährt und hat ab dem 4.1. dann nochmal Size Zero mit uns gestartet und hier hat sie aber auf die High Carb Pläne gewechselt und jetzt kann ich gerade nur mutmaßen, weil sie geschrieben hat, jetzt geht es in den Aufbau, dass sie vielleicht danach mit unserem Aufbauplan anfängt, das weiß ich nicht, ob ganze 10 Wochen, das könnt ihr vielleicht oder das kann sie auch gerne hier drunter schreiben oder das Video, was sie vorhat. Viele Mädels also trauen sich vorher noch nicht Aufbau zu machen, weil Aufbau denken die immer, sind Muskelberge, sie bauen ganz, ganz viel Fett auf, aber Aufbau heißt ja auch cleaner Aufbau, das heißt nicht, ihr dürft die ganze Zeit euch mit Ben & Jerry's und Pizza vollstopfen oder sowas. So eine Aufbauphase, ich habe die ja schon mal bei Julian miterlebt, ist schon ganz schön schwer, weil ihr müsst viel essen, aber auch sehr viel gesund essen, Kaloriendichte und so beachten und. Also damit ihr nicht den ganzen Tag am Futtern seid, weil viele haben auch das umgekehrte Problem. Also ich bin ja eher der Typ, Raupe nimmer satt, ich kann immer essen. Andere haben aber auch das Problem, die können nicht essen. Die brauchen wirklich für ihr Frühstück eine Stunde und ich denke so, oh, das atme ich den 5 Minuten ein. Wir haben ja auch so ein Exemplar, Colin. Wenn der Mittag ist, dann darf der in der Mikrowelle nicht der Letzte sein, sonst schafft er das, wenn er um halb zwei irgendwie drin ist, nicht bis 2 sein Essen aufgegessen zu haben oder sowas, weil der ist so langsam und der hat aber auch Mengen zu verdrücken, das ist dann halt auch schon ein Unterschied, aber ja, ich finde es ganz interessant, dass von der, so wie ich es wahrnehme, dass viele Mädels erst runtergehen und dann sich trauen, in den Aufbau zu gehen, weil sie erstmal viel, viel mehr über sich gelernt haben, wie der Körper auf was reagiert und so. Vor allem auch sportlich gesehen haben, dass man ja natürlich, also normalerweise sagt man ja, man baut Muskeln auf, wenn man halt im Kalorienüberschuss ist und sowas. Anfangs würde ich sagen, würde ich dem gar nicht so zustimmen, vor allem nicht bei Sportanfängerinnen oder jemand, der halt wirklich keine Leistungssport oder Leistungssport betreibt, der kann auch während einer Diät Muskeln aufbauen. Natürlich nur im gewissen Maße. Man wird jetzt kein Arnold Schwarzenegger oder sowas und das wollen, davor haben ja auch viele Angst, also das wollen sie ja auch gar nicht. Aber funktionieren tut es ja trotzdem. Ihr seht es ja an den Bildern, dass sie trotzdem viel, viel mehr Muskeln kriegen. Also dass auch unter den Fettschichten oder sowas, dass da auf jeden Fall was vorschimmert. Und dass das definitiv klappt. Aber jetzt im Aufbau ist es dann halt nochmal was anderes, Muskeln wirklich aufzubauen. Ja, auf jeden Fall ist es die Vivien und Mama Vivien sieht echt super aus, oder? Und jetzt nochmal auf dieses Tattoo. Also ich bin ja zum Beispiel gar kein Tattoo-Typ. Ich würde es mich nicht trauen, weil ich immer Angst haben würde, dass ich in 20 Jahren oder so das nicht mehr haben wollen würde oder sowas. Aber hier hat sie ganz, ganz viele Komplimente darauf bekommen, dass voll viele das sehr, sehr mutig und sehr, sehr schön fanden. Also es ist einfach schön, wie man einfach dann wahrscheinlich auch viel, viel selbstbewusster mit so einem Körperbemalung umgeht und so. Also richtig, richtig schön. So, hier haben wir eine Dame, deren Namen nicht genannt werden möchte, aber ich ihr Ergebnis zeigen darf. Und hier möchte ich euch einfach mal zeigen, guckt euch mal an, was in diesem Bereich hier passiert war oder ist. Der war ja wirklich extrem weit draußen und der ist schon viel, viel flacher gewesen. Die Dame ist jetzt auch in Woche 8 und hat 8 Kilo abgenommen. Und ehrlich gesagt denke ich, das sieht am Bauch sogar noch ein bisschen mehr aus für mich. Auf jeden Fall Hut ab und mach weiter so. Ich will damit auch wieder mal zeigen, dass es nicht nur voll schlanke Mädels sind, obwohl ich die Dame jetzt hier auch von Beinen und Armen oder so, sie hat ganz schön Brust, da bin ich ein bisschen neidisch, aber finde ich ja nicht dick oder sowas. Und es ist einfach nur irgendwie der Mittelteil und jeder hat von uns so, ja, so seine eigenen Problemzöhnchen, wo man sagt, eigentlich hier ist alles in Ordnung, hier ist alles in Ordnung, aber irgendwie stimmt der Teil vielleicht zwischendrin
drin, noch nicht ganz. Und hier muss ich sagen, wird sie auf jeden Fall in den letzten 2 Wochen nochmal ganz schön was tun, wenn du dich dran hältst und wenn du nochmal richtig Vollgas beim Sport gibst. Also das kann ich dir versprechen. Und ich bin gespannt auf dein Endergebnis und ich hoffe, du postest es auch wieder. So, meine vorletzte Absolventin oder noch nicht ganz, aber Teilnehmerin von Sales Yoga ist die liebe Laura. Und bei Laura hat mit uns am 4.1. gestartet, das ist ihre erste Runde. Und auch hier sehen wir jetzt schon nach 8 Wochen, was für super Definitionen sie am Bauch bekommt. Alles sehr, sehr viel straffer aussieht. Obwohl ich sagen muss, Laura, ich finde dich vorher auch überhaupt nicht so, dass ich irgendein Problem mit dir gehabt hätte, sondern einfach nur jetzt sehe vielleicht, dass du sportlich auf jeden Fall noch eine Schippe drauf getan hast. Ich kann euch aber auch mal ehrlicherweise ihren Bericht vorlesen, den sie uns gepostet hat in die Size Zero Gym Army. Das heißt, sie macht das Gym-Programm und sie ist in dieser Zeit jetzt bei 6-mal Training die Woche. Und wir haben hier, ihr Lieben, 6-mal pro Woche zum Training finde ich schon hart und musste mich diese Woche teilweise echt aufraffen. Ich will es ohne zu cheaten durchziehen, weil ich mir selbst beweisen möchte, dass ich 70 Tage lang genug Selbstdisziplin mitbringe. Und das ist das, was ich immer sage. Ein Programm ist natürlich dafür da, abzunehmen, Muskeln aufzubauen, sich wohler und fitter in seinem Körper zu fühlen, aber kann auch ganz extrem sich auf andere Lebensbereiche ausbreiten, wie zum Beispiel einfach mal zu sehen, wenn man einmal Vollgas gibt, 70 Tage lang etwas durchzieht, nicht davon abweicht von dem Plan und, kann sowas auch extrem was im Kopf mit einem bewirken, dass es sich auf andere Lebensbereiche, sei es das Studium, sei es die Arbeit oder vielleicht auch seinen strukturellen Ablauf am Tag auswirken kann. Gestern habe ich dann endlich im richtigen Licht oder habe ich mich dann endlich im richtigen Licht gesehen, dass es genau in die richtige Richtung geht, die ich mir gewünscht habe. Mädels, endlich verändert sich mein Bauch. Ich hätte nie gedacht, dass der irgendwann mal flacher würde und dass es jetzt so eine schnelle Veränderung gibt. Ich bin einfach so überrascht und das spornt mich voll an. In den letzten Wochen tut sich bei mir gerade so viel, also rocken wir sie motiviert und geben 100%. Besonders vom Endspurt ist ja manchmal die Luft raus, aber die Ziellinie ist in der Ferne schon in Sicht. Kommen wir rennen zusammen. Und das ist halt wieder so eine schöne, also diese Texte in den Amis sind wirklich, ihr glaubt es nicht, aber viele fühlen sich davon einfach extrem motiviert, weil man ist nicht alleine. Jeder hat die gleichen Probleme, egal an welcher Stelle. Oder jeder hatte sie schon mal und kann neuen Mitgliedern oder so extrem dabei helfen, einfach dran zu bleiben, wenn man mal so einen Durchhänger hat, wovon sie spricht. Vor allem nach 8 Wochen ist es wirklich so, manche, da ist es, aber im Kopf manchmal ist es nicht für manche, da ist jetzt das Ziel in Sicht, sondern manche sind so, oh, ich habe es schon fast geschafft, eigentlich könnte ich doch jetzt, ich bin ja schon fast zufrieden oder es ist ja schon super, jetzt kann ich aufhören und da ist so ein bisschen die Luft raus und so. Und wenn man dann nochmal, und es passiert wirklich viel in den letzten 2-3 Wochen bei Size Zero, nochmal Vollgas gibt, dann kann ich euch versprechen, es wird nochmal richtig was passieren, richtig was rausgeholt werden. Also haltet einmal durch, versucht es einmal richtig und ihr werdet sehen, ihr werdet belohnt werden. So, jetzt kommen wir zur letzten Dame und die habe ich nicht als letztes gewählt, weil es irgendwie ein schlechteres Ergebnis ist als die anderen, sondern einfach, weil ich auch bewundernswert fand, was sich da getan hat und vor allem, weil sie genau das hat, was ich immer habe, anders natürlich jeder, aber wenn ich sage, Hüfte und Po und Bauchbereich gehen als letztes weg, das hat sie in ihrem Text nämlich geschrieben in den Kommentaren, dass auch das letzte war, dass bei ihr sich jetzt was extrem getan hat. Das ist hier Woche 1 gewesen. Hier sieht man ja auf jeden Fall Oberschenkel, Bauch, Hüftbereich. Und jetzt muss ich sagen, erst habe ich ja, also dieses Bild muss man auch erstmal auf sich wirken lassen. Ich unbedingt wieder ranzoomen, damit man das richtig sieht. Ich finde, erst habe ich so auf den Bauchbereich geguckt und gedacht, wow, was ist mit ihrem Hüftgold passiert? Also es ist weg. Auch der Teil hier vorne ist viel, viel, viel besser geworden. Es ist unglaublich. Und dann sind mir die Beine aufgefallen, die sich ja total verändert haben, oder? Also auch so, also ich... Da habe ich gedacht, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, als ich das Bild gesehen habe. Zu der Dame wollte ich euch noch sagen, die letzte, die ich gezeigt habe, hat Low Carb gemacht. Diese Dame befolgt zum Beispiel die High Carb Ergebnisse, die High Carb Pläne. Und hier hat sie geschrieben,
ein Zwischenergebnis von mir und sie hatte bei ihrem Bild Wassereinlagerungen noch in ihrem Nachherbild. So ein Quatsch, ich sehe da überhaupt nichts. Es ist wirklich grandios und du musst da überhaupt nicht dich für entschuldigen oder sonst was, sondern es sieht wirklich, wirklich toll aus und du hast da richtig was geschafft und darfst jetzt auch wirklich mal stolz auf dich sein. Keine Ausreden finden, warum es noch hätte besser sein können. Kann man irgendwann nochmal dran feilen, aber jetzt gibst du einfach nochmal Vollgas und du siehst jetzt schon so grandios aus, also sei einfach mal wirklich stolz auf dich. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug gequatscht. Ich hätte, glaube ich, noch 10.000 Mädels wieder hier reinbringen können. Und wir hätten hier einfach noch Tage stehen. Aber das war jetzt erstmal mein Einblick für euch in Woche 8. Und ich denke mal, den nächsten Einblick gibt es so in Woche 9, 10, also nächste Woche. Oder ich gucke mal, ob ich gleich die Endergebnisse präsentiere. Da seid ihr bestimmt auch schon ganz gespannt, was die Mädels so denn wirklich am Ende der 10 Wochen alles erreicht haben. Wer sich 1:1 an die Pläne gehalten hat, wer vielleicht nur den Sport befolgt hat und ein bisschen Ernährung ein bisschen leichter gemacht hat, weil für viele ist es ja zum Beispiel auch nicht die erste Runde. Die haben ja jetzt einfach nochmal mit uns am 4.1. mitgestartet sozusagen in ihre Runde, weil es ja auch neue Pläne und neue Videos gab, weil die App ja erneuert wurde und alles auf den aktuellen Stand gebracht wurde, neue Pläne reingebracht. Zum Beispiel auch Bilder, dass ihr für danach noch wisst, wie Übungen, weil ihr die Pläne ja behaltet in der App, ihr könnt ja immer darauf zugreifen, dass ihr immer noch Start- und Endpositionen von Übungen seht, damit ihr alles immer noch mal wiederholen könnt. Und da bin ich jetzt auch ganz, ganz gespannt, was in den nächsten 2 Wochen noch passiert. Ich werde es ganz gespannt in den Amis verfolgen und euch dann natürlich auch die noch nicht in der Army sind, präsentieren und es gegebenenfalls noch nicht, weil ihr unbedingt mein Programm machen müsst, sondern auch, weil es einfach vielen von euch ja auch Motivation gibt, sowas zu sehen, dass Sport und Ernährung so extrem viel bringen können und vielleicht ist es ja für euch da draußen auch ein kleiner Motivationsboost und ihr fangt einfach mal an, euch bewusster zu ernähren und einfach ein bisschen sportlicher zu werden. So, also, das war jetzt genug von mir. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder mir auch gerne einen Kommentar da lasst, was ihr noch sehen wollt. Gerne auch Komplimente an die Mädels macht. Also ich freue mich einfach auf alles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!